beiden Fällen solltest du deinen greisen Eltern sagen, was dich stört. Was mich stört? Alles. Dann höre mal unseren Sprössling an. Wer durfte sich den Film aussuchen? Er. Wer war dran, sich das Lokal auszusuchen? Er. Dass die den Koch gewechselt haben, konnte Peter doch nicht wissen. Aber darum geht's doch gar nicht. Freie Abende von Amts wegen. Jeder mal Bärenführer, wenn der Brötchenverdiener auf die Freizeit losgelassen wird. Alles schön nach Schema F. Bleib mir die Luft an, du Klugscheißer, du. Bis jetzt hast du doch auch immer Spaß gemacht. Bis jetzt, Karl. Ja. Da kannte ich auch noch nicht das wahre Leben. Da wusste ich noch nichts von... Lass, Peter. Moment mal. Was quatschst du da? Wen kanntest du da noch nicht? Schluss der Debatte. Müsst ihr euch denn auf der Straße streiten? Es braucht doch nicht jeder zu hören. Moment mal. Peter! Peter, wo bist du? Alte Schlafratze! Peter. Komm raus. Tja. Also, Frau Gärtner, weiß Ihr Mann schon, dass Peter verschwunden ist? Nein, also vorerst nicht. Er würde sich furchtbar aufregen und das wäre im Augenblick wirklich nicht gut für ihn. Ja. Wir werden uns um die Sache kümmern. Ich rufe Sie an, sobald ich etwas erfahre. Mhm. Ja? Gute Besserung für Ihren Mann. Dankeschön, Herr Dessau. Besserung.